Herrn Baumgarten im Weinviertel. Hier und im benachbarten Poisdorf vermutet die OMV eine Quelle neuen Reichtums: Schiefergas. In den USA hat diese Art der Förderung von Erdgas einen wahren Boom ausgelöst. Auf der Jagd nach schnellem Geld haben tausende Grundbesitzer Schürfrechte an Gaskonzerne abgetreten. Mit katastrophalen Folgen. Giftige Chemikalien haben Boden und Grundwasser verseucht. Ganze Landstriche wurden verwüstet. Und teilweise ist Erdgas sogar ins Grundwasser gelangt. Wow, Jesus Christ. Im Weinviertel soll das nicht passieren, versichert die OMV. Es wird tiefer gegraben als in Amerika und Chemikalien sollen auch nicht zum Einsatz kommen. Zwei Probebohrungen sollen zeigen, ob es sich überhaupt lohnt, das Gas aus dem Boden zu holen. Also laut unserer Information ist es so geplant, dass eben auf diesem Feld der Bohrplatz errichtet wird. Der sieht so aus, dass er 100 Meter in diese Richtung und 300 Meter in diese Richtung liegen wird. Die Fläche wird der Humus entfernt und anschließend die ganze Fläche versiegelt. Der Bohrplatz ist an und für sich so groß gestaltet, weil ja nicht nur die Bohrung hier stattfinden soll, sondern es werden auch einige Container hier platziert werden, weil ja die Bohrmannschaft teilweise hier schlafen wird, weil sehr viel Ausrüstung notwendig sein wird und darum wird er größer gestaltet. Bis vor 4 Monaten konnte hier noch niemand ahnen, auf welchem Schatz der Ort sitzt. Doch die Verunsicherung ist groß und die Bilder aus den Vereinigten Staaten haben nicht zur Beruhigung beigetragen. Im Gegenteil. Wenn Sie mit den Leuten in Ihrer Gemeinde reden, was sind denn die Ängste, die da angesprochen werden? Eine Angst ist sicherlich das Landschaftsbild. Wie wird sich das auf den Tourismus auswirken? Das ist die eine Frage. Und ein sehr großes Thema ist auch das Grundwasser. Ob hier mögliche Schäden kommen werden, ob es da irgendwelche Probleme geben kann. Sollte die OMV fündig werden, könnte der gesamte heimische Bedarf an Erdgas für 30 Jahre lang vollständig abgedeckt werden. Die OMV arbeitet momentan zusammen mit externen Experten, auch mit den Universitäten, um dieses sogenannte Clean Fracking Verfahren zu entwickeln. Und ich kann Ihnen eins sagen, als Geschäftsführer der OMV Austria, dieses Schiefergasprojekt wird es nur geben, wenn es uns gelingt, ohne diese Chemikalien auszukommen. Experten an der Montanuniversität Leoben versuchen gerade, die Forschungen am Clean-Fracking-Verfahren abzuschließen. Gesicherte Erkenntnisse gibt es noch keine. Umweltverträgliche Stoffe statt giftiger Chemikalien, das ist derzeit Wunsch und noch nicht Wirklichkeit. Es wäre eine Weltneuheit. Beim Fracking wird ein Bohrloch in den Boden getrieben, bis das Schiefergestein erreicht ist. Unter Hochdruck eingepumptes Wasser sprengt das Gestein auf. Dadurch wird Gas freigesetzt. Damit dieses gefördert werden kann, müssen die Klüfte mit Stützmaterial gefüllt werden. Bisher passiert das mit Hilfe von Chemikalien. Ich glaube, dass der Umweltschutz und der Schutz menschlichen Lebens bei uns immer schon einen anderen Stellenwert gehabt hat als in anderen Bereichen dieser Erde. Und wir können absolut sicher, mit Sicherheit davon ausgehen, dass hier weder Mensch noch Tier zu Schaden kommen werden. Im Weinviertel will man sich auf diese Zusicherungen nicht verlassen. Zwei Bürgerinitiativen bekämpfen die Bohrungen. Sie lehnen es ab, für ein unerprobtes Verfahren zum Versuchslabor zu werden. Die Folgen für Mensch und Umwelt sind nicht abzuschätzen, sagen sie. Unterstützung kommt von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Auch sie bekämpft die Schiefergasförderung und fordert ein generelles Verbot dieser Art der Energiegewinnung. Wir sind aus zwei Gründen gegen diese Probebohrungen. Das eine ist, dass wir befürchten, dass die OMV so wie überall anders auf der Welt bei ähnlichen Projekten gefährliche Chemikalien einsetzen muss, dass hier große Wassermengen verbraucht werden, dass hier Abwassermengen anfallen. Das zweite Argument, eigentlich das viel gewichtigere, ist der Klimaschutz. Denn Österreich muss aus fossilen Energieträgern aussteigen. Gas ist ein fossiler Energieträger. Da sind wir strikt dagegen, jetzt in neue Gasförderformen zu investieren. Seit mehr als 60 Jahren fördert die OMV Erdöl und Erdgas im Weinviertel. Hier liegt das größte zusammenhängende Ölvorkommen Mitteleuropas. Noch immer stehen zur Gewinnung der Bodenschätze fast 1000 Sonden in der Landschaft. Damit kann der Konzern 10% des heimischen Bedarfs an Erdöl abdecken. Beim Erdgas sind es 19%.
Die Region profitiert nach wie vor vom schwarzen Gold, obwohl die Arbeitsplätze schon weniger wurden. Statt mehrerer tausend sind derzeit etwa 700 Mitarbeiter für die OMV im Weinviertel tätig. Neue Geschäftsfelder sind da nur willkommen. In Prottes, im Bezirk Gensandorf, ist kein Schiefergas zu holen. Doch die Gemeinde lebt noch immer von den Einkünften aus der konventionellen Erdöl- und Erdgasförderung. Das war ein enormer wirtschaftlicher Aufschwung für unsere Gemeinde. Sei es für die Gewerbetreibenden, für die gesamte Bevölkerung, für die heurigen Wirte, für die ganze Umgebung, für die Wirtschaft. Es war eine enorme Bereicherung für unser Gebiet und auch für meinen Heimatort. Der Höhepunkt dieses Aufschwungs liegt mittlerweile Jahrzehnte zurück. Und auch das tatsächliche Ende des goldenen Zeitalters ist absehbar. In 20 bis 30 Jahren werden hier die letzten Quellen versiegen. Wenn die Förderung von Öl und Gas hier zu Ende geht, das ist für mich eine unüberschaubare Sache. Was glauben Sie, was dann passieren wird? Wir werden sicherlich viel, viel weniger Einnahmen lukrieren können, die wir jetzt eben haben vom Verband der Erdöl- und Erdgasgemeinden. Und wie es dann wirtschaftlich weitergeht, ich möchte noch gar nicht daran denken. Wie es mit der Förderung von Schiefergas weitergeht, ist derzeit noch nicht einmal in der Bundesregierung eindeutig geklärt. Während etwa Frankreich ein generelles Verbot für Schiefergas ausgesprochen hat, liegt in Österreich der Umweltminister mit dem Wirtschaftsminister im Clinch. Zur Schiefergasförderung sage ich eindeutig ganz klar nein, denn aus heutiger Sicht spricht sowohl Umweltschutz als auch aus Klimaschutzgründen alles dagegen. Ich würde es jetzt mal nicht verbieten, sondern mir den Stand der Technik, der sich ja ständig weiterentwickelt, dann anschauen, wenn die Antragstellung erfolgt. Und dann kann man noch immer zu dieser Entscheidung kommen. Ich finde, nachdem wir gerade im Bergbaubereich relativ ausgewiesen sind, von der Kompetenz her und auch von den Erfahrungswerten her, dass wir das einmal prüfen sollten. Also ganz klar ist, dass mit dem derzeitigen Abbauverfahren es undenkbar ist, dass Schiefergas abgebaut wird, weil es eben das Wasser verseucht, das Grundwasser verseucht, unser wichtigstes Gut, weil es den Boden verseucht, weil gefährliche Chemikalien eingesetzt werden. Wir wollen die Menschen schützen und daher gibt es ganz klar ein Nein dazu, zu dieser Abbaumethode. Dass jemand eine Meinung dazu hat, aus seiner Perspektive heraus, der Umweltminister möglicherweise eine andere als der Wirtschaftsminister, ist ja durchaus in Ordnung. Die Frage wird dann, die Aufklärung wird dann die entsprechende Behörde zu treffen haben. Zudem haben wir sie ja. Die Behörde ist in diesem Fall übrigens der Wirtschaftsminister. Und selbst wenn Probebohrungen stattfinden, ist es noch unklar, ob es danach jemals zur Förderung kommen wird. Die OMV schätzt die Wahrscheinlichkeit auf 20%. Die Gemeinden würde ein Misserfolg nicht schmerzen. Bis Ende September war hier kein Wort zu hören, dass die OMV jemals nach einem Baumgarten kommen wird. Und wir haben sehr gute Zukunftsperspektiven gehabt und die werden sich auch nicht ändern, wenn die OMV hier diese Bohrung nicht machen wird. Die OMV will im Weinviertel Millionen verdienen. Ob der Erdgas-Jackpot jemals geknackt wird, ist völlig offen. Thank you.